Was sind Amyloid Plaques? Amyloid Plaques bestehen aus Ablagerungen von Aluminiumsilikat und Amyloidpeptiden im Nervengewebe. Die klebrige Plakette bildet sich um die Nervenzellen im Gehirn und unterbricht die normale Gehirnaktivität. Amyloid Plaques sind mit mehreren Krankheiten assoziiert, einschließlich der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, am häufigsten jedoch mit der Alzheimer-Krankheit. Amyloid Plaques werden neben neurofibrillären Ganglien als Hauptursache für die Symptome der Alzheimer-Krankheit angesehen. Diese Art von Pest ist eine der zwei Anomalien des Gehirns, die am häufigsten mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden. Das Vorhandensein von Amyloid Plaques und neurofibrillären Verwicklungen ist normalerweise erforderlich, um eine Alzheimer-Diagnose zu bestätigen. Tatsächlich geht das Vorhandensein von Amyloid Plaques häufig den Verhaltenssymptomen voraus, die bei Alzheimer-Patienten auftreten. Amyloid Plaques befinden sich an der Außenseite von Neuronen, während neurofibrilläre Verflechtungen an deren Innenseite liegen. Beides kann jedoch tatsächlich im Gehirn von Menschen gefunden werden, die nicht an Alzheimer leiden. Es geht nicht um ihre Präsenz, sondern vielmehr um die schiere Anzahl von Problemen. Amyloid ist ein Protein. Es ist normalerweise im ganzen Körper zu finden. Bei Menschen mit Alzheimer-Krankheit teilt sich das Amyloid-Protein falsch. Es erstellt ein Formular, das als Beta-Amyloid bezeichnet wird. Dieses Beta-Amyloid ist für die Neuronen im Gehirn toxisch. Es ist auch bekannt, dass Beta-Amyloide winzige Löcher in Neuronenmembranen bilden. Dies bewirkt, dass ein Zufluss von Calcium eintritt. Zu viel Calcium tötet Neuronen. Aufgrund dieser degenerierenden Neuronen beginnt sich Plaque zu bilden. Der Körper kann die Plaque nicht richtig abbauen und beginnt sich im Gehirn aufzubauen. Das APOE4-Gen, das oft als Alzheimer-Gen bezeichnet wird, ist eine genetische Abnormalität, die in engem Zusammenhang mit dem Risiko steht, an Alzheimer zu erkranken. Wissenschaftler glauben nun, dass es möglicherweise an der Bildung von Amyloid Plaques beteiligt ist. Es wird angenommen, dass das APOE4-Gen-Protein produziert, das an das Beta-Amyloid bindet. Dadurch wird es für den Körper noch schwieriger, ihn aufzulösen, wodurch sich mehr Plaque im Gehirn ansammelt. Moleküle, die als freie Radikale bezeichnet werden, spielen eine Rolle bei den Schäden, die zu Alzheimer führen. Einige Studien haben gezeigt, dass die durch Oxidation und Entzündung verursachten Schäden nicht nur auf die Bildung von Amyloid Plaques zurückzuführen sind, sondern möglicherweise sogar von Schäden durch freie Radikale ausgehen. Obwohl Wissenschaftler wissen, dass die Amyloid-Beta-Proteine, aus denen die Plaque besteht, in der Lage sind, freie Radikale zu produzieren und andere gesunde Zellen dazu zu bewegen, legen einige Studien nahe, dass freie Radikale Schäden verursachen können, noch bevor sich die Plaque aufbaut.